Ja, hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um die Benutzerkontensteuerung unter Windows 10. Und zwar will ich euch schnell zeigen, wie wir das Problem lösen, beziehungsweise was es damit auf sich hat, wenn wir Apps als Administrator weder installieren noch ausführen können. Ja, wenn wir versuchen, jetzt irgendeine App hier als Administrator auszuführen. Zack, dann bekommen wir direkt hier die Meldung, dass die App blockiert ist von dem Systemadministrator eben. Nun, meistens macht es auch Sinn, wenn das der Fall ist, ja. Das ist also keine Fehlermeldung, sondern es ist so gewollt von dem Administrator eben. Wenn wir es deaktivieren oder ja, deblockieren wollen hier, das geht ziemlich einfach. Einzige Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass wir Adminrechte haben. Ja, und wie das geht, das will ich euch jetzt schnell zeigen. Wir müssen uns natürlich an den Rechner mit einem Administrator-Account anmelden, also mit einem Rechner, beziehungsweise ja, mit einem Account, der Adminrechte hat. Ich muss mal jetzt hier irgendwie ein bisschen schnell neu starten. Genau, das ist jetzt mein Account mit Adminrechte. Einfach ja anmelden und hier müssen wir uns, ich gucke mal ganz kurz, als Administrator ausführen. Genau, das sieht normalerweise so aus, ja, meistens jedenfalls als Admin. Genau, jetzt einfach die Windows-Taste und die R-Taste zusammendrücken und hier einfach secpol.msc eingeben. Ja, das sind die Security Policies, also die lokalen Richtlinien, einfach ja mit ja bestätigen hier. Und nun können wir hier, sieht eben so aus, hier gehen wir lokale Richtlinien hier links und Sicherheitsoptionen. Ja, und schon sind wir hier an der richtigen Stelle. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und die Option, die wir jetzt brauchen, um Apps als Administrator auszuführen für Standardbenutzer. Genau, hier muss man darauf achten. Ja, das ist jetzt hier sind alles ja, Sicherheitsregeln sozusagen, was die Benutzerkontensteuerung angeht. Hier haben wir einmal, das ist jetzt hier Verhalten der Eingabeaufforderung für erhöhte Rechte für Administratoren. Was wir brauchen hier ist für Standardbenutzer natürlich. Zack, einfach doppelklicken. Und hier sehen wir, dass die hier Anforderungen für erhöhte Rechte automatisch ablehnen. Ja, deswegen kommt auch die Meldung. Einfach draufklicken. Hier ist so ein Dropdown-Menü. Und hier könnt ihr, ja, habt ihr hier noch zwei weitere Optionen. Ich mache das jetzt mal Eingabe, Aufforderung zu Anmeldeoptionen. Und übernehmen, beziehungsweise hier ist nochmal ein Tab, hier steht Erklärung. Da kann man sich in Ruhe alles durchlesen. Ja, das sind die, was das genau auf sich hat hiermit. Und die verfügbaren Optionen hier 1, 2, 3 und jeweils die Erklärung dazu. Ja, ich habe das jetzt hier umgestellt auf Eingabe. Genau, wenn ich jetzt hier rausgehe, schließen. Und zurück mit meinem anderen Benutzer. Jetzt gehe ich, melde mich mal schnell ab und wieder an hier. Zack, das war der Test-User hier. 1, 2, 3, mein sicheres Passwort. Das stimmt auch nicht. Doch. Genau, und wenn ich jetzt hier alles richtig gemacht habe und jetzt ein Programm installieren und ausführen halt hier als Admin möchte rein als Administrator schon. Genau, jetzt kommt hier mit dem Passwort. Ich muss das Passwort kennen von dem Admin-Account und zack, schon funktioniert das. Ja, so, ja, so einfach geht das einfach. Wie gesagt, wenn ihr das deaktivieren könnt, wollt und Adminrechte habt, könnt ihr das machen. Beziehungsweise ist es vielleicht auch eine Option, wenn ihr mehrere Benutzer-Accounts habt an eurem PC und wollt nicht, dass bei
beispielsweise euer kleiner Bruder irgendwelche Programme installiert, dann könnt ihr das natürlich auch so einrichten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ein Hinweis, einen wichtigen, glaube würde ich sagen. Und zwar, wir müssen das jetzt, wenn wir jetzt hier rumspielen oder experimentieren in dieser, ja, diese Security Policies, ich muss das jetzt mal schnell als Ad, genau, Local Security Policy hier als Admin, zack. Ganz wichtig ist hier, da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr hier irgendwas falsch macht, dass ihr euch aussperrt, ja. Vielleicht, also deswegen gut überlegen und die Erklärung hier dazu lesen. Und vielleicht vorsichtshalber nochmal einen zweiten Account anlegen mit Adminrechte, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, genau, das war's auch schon alles. Abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.